This needs a good steward. I'd be happy to take on that position if you'd like. Willst du nicht erstmal mit reinkommen und dir das angucken? Aber eigentlich nein. Wir haben da unsere Arbeit dafür. Dich hätte ich eigentlich ganz gerne mit dabei. Also nein, sorry. Of course. I didn't mean to meddle in your private affairs. Private Affairs, ja. Apropos Private Affairs, falls du irgendwelche komischen Knochen oder so oder Fleisch. Verstecktes Fleisch. Oder komisches Fleisch rumliegen siehst, ignorierst. Das ist einfach nur verfaultes Essen, das weggeräumt werden sollte. So, hier wären wir in der Eingangshalle. Wir müssten für dich noch ein Bett bereitstellen. Das sieht oben noch ein wenig leer aus, oder? Ja, das ist ein Bett. Ne, das zweite Bett fehlt. Gucken wir doch mal. Aber bestimmt wieder was an Nägeln oder gleich fehlen. Was haben wir da? Square Table? Nein. Chair, Egghead? Nein, das ist alles für hier unten. Das müsste irgendwo noch eine Workbench da oben sein. Wo versteckt die sich? Honig. Nom. Ah, da ist sie. So, für ein weiteres Bett bräuchten wir Nägel, zwei Lederstreifen und Stroh. Okay. Nochmal. Nägel, zwei Lederstreifen, Stroh. Und wo wir hier drin sind, nimm mal den Helm ab. So. Viel besser. Okay. Dann gucken wir mal unsere Kiste. Ob wir da nicht schnell was zusammenschustern können. Also. Straw, ja, haben wir. Nimm mal davon so vier Stück, sollten erstmal reichen mit. Dann Nails. Ruhig ein paar mehr, die brauchen wir auch für andere Sachen. Und Leather Strips. Da können wir auch ein paar mehr von nehmen. Hinge und Hawker Tusk konnten wir als Fackelhalter auch nehmen, oder? Oder war es Goat Horns? Ich glaube, es waren Goat Horns. Ja. So. Mit. Und dann nutzen wir jetzt mal den Tag, um hier drin ein wenig das Ganze gemütlicher zu machen, auch für unsere Gäste. Dann werden Tränke gebraut, die Ausrüstung ein wenig rumsortiert. Ich denke, das haben die beiden sich verdient nach dem ganzen Chaos mit den Fallmann und Dwemer-Konstruktionen und dergleichen. Ich darf auch nicht vergessen, die Schmiedekunst anzutreiben. Also, dass wir die paar zwergischen Sachen, die wir dabei haben, dann einschmelzen können. Und dann anfangen mit der zwergischen Pfeilproduktion. Oder ähnlichen Rezepten. Also irgendwas schön Einfaches, damit Markus sich halt damit auseinandersetzen kann. So, ein Bett. Noch ein Bett. Stuhle schön einfach. Und ein, zwei kleine Schränkchen. Ah, schaut doch gut aus. Also bei weitem nicht so angenehm wie, ne? Auf der anderen Mauerseite. Aber trotzdem besser als das meiste, was wir so aus Gasthäusern kennen. Nicht wahr? Ja. Gut. Das also dazu. Dann zeig mal her, was du alles dabei hast. Genau, die schwere Rüstung könnten wir jetzt mal zumindest kurzfristig hier lassen. Da, dich. Zusammen mit dem Schild. So. Natürlich ist Markus jetzt nicht nackt. Natürlich nicht. Er hat ja immer Kleidung darunter. Und Schuhe an. Ich guck nur trotzdem mal ganz kurz. Hier hin. Ja, die Sache kannst du mal anziehen. Ist zwar nicht unbedingt legere Kleidung fürs Haus. Aber ist besser als nackt rumzulaufen. So. Boah, das hat auch was. Zeig mal her. Yep. Vor allem mit dem Mirror-Ring da unten. Aber der wird schön versteckt gehalten. Also, das war schon mal das Gröbste an Belastung. Dann haben wir jetzt nämlich wesentlich mehr Traglast, um hier ein bisschen rumzuräumen und die Kräuter zu sortieren und dergleichen.
Wobei das auch alles noch auf dir ist. Und auf unserem Pferd. What do you need to take? So, ich hätte gerne das Scrap Metal, Soul Gem. Das Gold. Das ist gar nicht so viel. Und du hattest noch einen Pfeil in dir drin stecken, Usgard. Da solltest du vielleicht auch mal ein bisschen drauf achten. Gewicht ist okay. Die Robe gehört verkauft. Das ist gar nicht so viel Kram. Art of Dwarven Blacksmithing. Hier ist viel Kram, ja. Das heißt, wir gehen mal kurz nach oben zu unserer Funkelkiste. Und füllen die mal ein bisschen wieder auf. Die da. Oh ja, Funkel, 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 Funkel. Und 4000 Septim. Ist ein guter Anfang, ja. Zumal wir jetzt auch nicht ganz so viel in die Schmiedekunst stecken, wie zu Anfang gedacht. Also hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass wir jetzt Markus an die Schmiede stellen können. Und dann hämmert er ein bisschen zwergische Handwerkskunst und bekommt so seine Fähigkeiten, weil das ist sonst echt schweineteuer. So, du hier. Amethysten, Edelsteine, Garnets, alles rein da. Die leider nicht. Nein, die anderen Sachen auch nicht. Gold. Ja, tu mal alles in Gold rein. Ich glaube, wir haben in den Satteltaschen auch noch was. Gut. Dann geht's mal wieder raus. Oh. Gucken, was das Pferd alles dabei hat. Eventuell können wir auch gleich vom Pferd aus schon zur Schmelze. Wo bist du? Da bist du. Oh ja, ganz viel Zeug. Allerdings nichts zum Einschmelzen. Nö. Gold, Gold wollte ich jetzt nicht unbedingt einschmelzen. Aber hier das ganze andere kann mit. Wobei, Essen. Essen könnten wir in Satteltaschen lassen, damit immer ein bisschen was zu essen hier im Pferd ist. Genauso wie Tränke. Das ist auch okay. Die Rüstung sollte verkauft werden, oder? Also ich glaube, sie war mal gedacht für eine gewisse Dame, die sie dann aber abgesetzt hat. Usgards Rüstung ist besser, oder? Du. Okay. Ja, damit. Jo, die gehört also verkauft. Oder eventuell eingeschmolzen. Aber ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Ich denke, das Verkaufen wäre sinnvoller. Quicksilver Ingot, wenn wir die Hood einkaufen. Und sonst nur Stahl. Nee, Stahl kriegen wir wesentlich einfach anders. Powder of Frost. Quicksilver Ingot, Frost Salt und Dwarven Oil. Wir bräuchten Dwarven Powder zum Einschmelzen. Wie kriegen wir Dwarven Powder? Hat sich der gute Markus auch einfacher vorgestellt. Dwarven Metal Ingot. Wir haben kein Holz hier. Okay, Holzhacken kommt also auch noch mit auf die Liste von Dingen, die wir heute so erledigen. Das heißt, das wird hier wegsortiert. Das auch. Nägel und Strom. Auch wenn es ein bisschen doof ist, dass ich die Sachen jetzt hier drin und, also hier draußen und drin verteile. Also das Baumaterial. Aber das passt halt so. Das Gold kommt hier rein für unsere Arbeiter. Und sonst. Woodcutters Ex. Die stipiziere ich hier mal ganz kurz. Der Rest kann jetzt hier bleiben. Ja, war doch nicht so viel Umverteilung, wie ich dachte. Und wo hatten wir jetzt da? Ja, in der stylischen Robe stellt er sich jetzt hier hin und hackt erstmal schon Feuerholz, um mit dem Feuerholz dann einen Satz zwergischer Pfeile zu machen. Das wäre so ziemlich das Einzige, was er könnte. Wobei er bräuchte erstmal einen Perk Point, oder? Nam, nam, nam. Markus, wir müssten ganz kurz mal was nachgucken. Überlass die Zeit. Kein Stress. Wir brauchen das Feuerholz. So. Oh,
Increase 1. Something. Da. Dwarven Smithing. Ja. Okay. Dann holen wir jetzt den einen Dwarven Ingot raus, dann können wir wenigstens die Pfeile schon mal herstellen. Nur einen Pfeil herstellen, einfach nur damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Dwarven Metal Ingot da. Ich habe nur ganz kurz geguckt, ob wir vielleicht jetzt noch neue Rezepte freigeschaltet haben durch den Perk, aber nee, leider nicht. Geht dann hier. Dwarven Bowls. Wir haben da eine gewisse Armbrust, ne? Gegen zwergische Konstruktionen. Dann wäre es auch stilvoll, den gleich mit Zwergen Bolzen gegen anzuschießen. Da bestellen wir ein paar Bolzen her. So, ta-ta-ta-ta. Unser erstes selbstgeschmiedetes zwergisches Gut. Bolzen. Jo, super. Und das mit dem Zwergenpulver, da muss ich Markus nochmal genauer umhören, wo man das denn bekommen könnte. Ich denke mal, das werden wir drin am Alchemietisch irgendwie zusammen wursteln können. Also irgendwas zerreiben. Frage ist halt nur, was? Aber erstmal kurz raus. Und ich hätte ganz gerne... Was brauche ich denn primär an Tränken? Eigentlich immer nur Heiltränke. Ja, 8 Heiltränke. 8 Punkte an Heiltränken. Und ich kann inzwischen... Gib mal ganz kurz die Bären 10. Du knabber mal dran. Ja, er kann inzwischen am Geschmack alles erkennen, was vorhanden ist an Effekten. Auch wenn das teilweise ziemlich eklig ist. So, das heißt... Er spuckt erstmal in die Ecke. Und dann heißt es, wir nehmen jetzt mal alles wieder mit. Und knabbern alles ein wenig an. Und können dann hoffentlich richtig ordentliche Tränke herstellen können. Frost Souls ist schade anzuknabbern, weil es echt teuer ist, aber ich muss es einmal tun. So. Ein bisschen Knoblauch zum Runterspülen. Riesenzehen. Mit Vampire, das muss ich nur vorsichtig sein. Hackraven Feathers. Ein Herz. Lalala. Das hat jetzt Oskar nicht gesehen. Hawkertast, Human Flesh, nom 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 nom. Featherweight. Featherweight könnte auch ganz praktisch werden. Imstool hat auch einen Healing-Effekt. Gut, das wussten wir aber schon vorher. Frenzy, Spell Freeze. Müssen wir zwischendurch kleine Pausen einlegen, sonst kippt uns der Markus noch um. Sag ich ja. Hier, spielen wir runter. Eintrank. Gut. Und weiter. Ich weiß, es ist eklig, Markus, aber... Wartmut, datmut. Creeper-Cluster hatten wir schon. Die X. Oh, Ably Aiming haben wir gerade gelernt bei der Karnes Root. Das könnte echt noch helfen. Ektoplasm kommen wir nicht so häufig ran. Hier ist auch Ably Aiming. Super. Also Elfenohren. Das ist Kraut. Das sind keine richtigen Elfenohren. Die Elfenohren haben wir noch woanders. Das sind die Fallmaiers. Also die Kraut-Elfenohren plus die Karnes Roots für Ably Aiming. Karnes Root hat auch Ably Fighting, was Markus ja genauso braucht in meinem Handkampf. Wüsste jetzt nur nicht, was das noch hat. Schauen wir weiter. Exploit Weakness. Ably Blocking, nochmal Featherweight. Wir haben echt viele Augen. Da sind die anderen Elfenohren. Nee. Ably Conjuring. Ja, wobei, so ein Ably Conjuring oder Ably Restoration, falls es überhaupt gibt, wäre ganz praktisch zum Magie üben. Hawkerfett haben wir.
Das sieht schon sehr gut aus. Oh, ja, Perlen knabbern. Und Muscheln knabbern. Hunterboom, das war, glaube ich, die Nachtsicht. Powdered Mammoth Task. Das ist die Vorstufe zum Moonsugar, oder? Ne, nicht zum Moonsugar, zu Skooma. Nein, Skooma war aus Moonsugar. Aber irgendein Rezept konnte man Mammoth Task auf jeden Fall benutzen, um daraus auch irgendeine Droge zu machen. Ich weiß noch nicht welche. Pop. Toxicity. Spellbane. Nochmal Toxicity. Ably Pickpocketing. Da hat sich Max noch gar nicht auseinandergesetzt. Weil es halt ein doch recht gefährliches Hobby ist. Wenn er da erwischt wird, ist er sofort seinen Ruf los. Und er hat schon genug andere Sachen, wo er nicht erwischt werden darf. Ably Lockpicking. Hilft leider auch nicht, weil man halt diesen einen gewissen Perk braucht, um weiterzukommen. Aber hier ist nochmal Ably Aiming. Haben wir schon drei Sachen, die das haben, mindestens. Da war gerade Fortify Restoration. Ably Restoring. Und Fortify Iteration. Achso, das sind verschiedene Sachen. Taproot. Stamina. Also Leuchtkäfer wäre noch eine neue Ressource für Stamina-Tränke. Auch wenn die nicht sehr viel wert zu sein scheinen und dementsprechend eventuell auch nicht so gute Tränke produzieren. Trollherz. Vampire Dust fassen wir erstmal nicht an. Paralyse. Oh, das ist sehr praktisch. Bump. Bump. Nochmal Ably Aiming. Und davon haben wir richtig viele. Also Wolfsklauen, da kommen wir irre einfach an. Und auch die Elfenohren, das Kraut, abermals, kann man in fast allen Tavernen kaufen, weil es wohl zum Kochen verwendet wird. Und damit sind wir durch. Sehr schön. Einmal noch zucken und schreien. Das Ganze im Heiltrank runterspülen. Und dann darfst du auch gleich neue Tränke machen. Usgird hat sich irgendwohin abgesetzt. Ich hoffe mal, dass sie nicht wieder mit unserer Rüstung abgehauen ist, wie ein anderes weibliches Wesen. So, Ably Aiming. 12%. Hält sich noch in Grenzen. Ich gucke gerade, ob es eine stärkere Kombination irgendwo gibt, aber sieht nicht so aus. Nee. 12% würde ich nicht nutzen. Dann nutze ich lieber die teuren Tränke, die man finden und oder kaufen kann. Es wird bei Ably Fighting nicht anders sein. Ja, 12%. Ist vernachlässigbar. Dann Healing. Da haben wir leider gerade nicht die Sachen, die man bräuchte, um die guten Tränke herzustellen. Also lasse ich das. Unsichtbarkeit. Wow. Okay, verbraucht auch Nirnroot. Davon haben wir zwar 20 Stück, aber die sind nicht ganz so häufig zu finden. Ah, was soll's. Aber so lange unsichtbar sein, klingt echt super. Also, her damit, her damit, her damit, her damit. Werden ein paar hier eingelagert, ein paar in die Satteltaschen gestaut und eine immer dabei. Falls Markus mal in eine brenzlige Situation kommt, kann er so schnell schlucken und dann abhauen. Hercene Sight. Man kann weiter gucken. Och nö, das klappt meistens auch so ganz gut. So, Clear Selection. Pyrolysis ist nicht Paralyse. Paralyse haben wir anscheinend. Doch da. Ja, nur Venomous Bittle. Schade. Stamina. Für viel zu wenig. Aber brauchen wir nicht mehr ganz so viel. Tardiness. Was macht Tardiness? Decrease Target Movement Speed drastically. Also wir könnten damit jemanden anschießen zum Beispiel. Und er braucht wesentlich länger, bis er an uns rankommt. Das heißt, wir kriegen mehr Schüsse rein, bevor wir auf einen Nahkampf wechseln müssen. Das klingt echt nicht schlecht. Aber ich sollte nicht das teure Zeug nehmen, sondern das hier, was billiger ist, häufiger zu finden ist und dafür noch länger hält. Ah, das ist eine schöne Kombination. Vielleicht kriegen wir sogar noch günstiger. Ne, das hält nur 18 Sekunden. Concentrated Poison temporarily reduces maximum and current stamina. Na, für 10 Sekunden, das macht nicht wirklich viel. Nur hier Salz und Deathspell.
Scheint eine gute Kombination zu sein. Also, da auch nochmal ein paar. Featherweight. Ui. Punkte ist echt gut. Davon kannst du auch mal ein paar herstellen. Aber wir haben ja doch häufig die Situation, dass wir recht schweres Zeug noch kurz mal, ne, bis zum Pferd schleppen wollen. Und dafür wäre das ideal. Okay, das soll dann aber auch an Alchemie erstmal reichen. Das heißt, hier oben kommen die Tränke rein. So, ich würde gerne hier lassen. Featherweight. Davon ein paar. Und das war's dann eigentlich auch schon. So. Achso. Und die ganzen Kräuter lassen sich auch noch da. So, nam, 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 nam. Da waren gerade wieder Sachen, die ich noch nicht gegessen habe. Aber ist egal. Wir werden immer noch zwischendurch neue Kräuter und Ingredienzien finden, die Markus noch nicht kennt. Aber die können wir dann einfach auch hier reinwerfen und bei Zeiten dann nochmal so eine Knabberstunde machen. Aber ich denke, für einen Tag hat Markus sich genug angetan. Also, alles rein. Dann schnappt er sich gleich seine Rüstung, schnappt sich Usgard und dann treiben wir uns mal wieder woanders rum. Wobei ich schon ganz gerne in irgendeine Form von Zwergenruine gehen würde. Eine leichte Zwergenruine, wenn es denn sowas gäbe. Um halt Zwergenmetall zu finden. Und idealerweise auch das Zwergenpulver. Oder Informationen über das Zwergenpulver. Und ich glaube, wir sollten schlafen, bevor wir losgehen später. So, ich hätte gerne die Sachen wieder zurück. Dafür bekommst du... Stimmt, die Sachen wollen wir noch verkaufen. Die Spellbinder-Geschichte hier. Also ein kleiner Trip in irgendeine Stadt, da die Rüstung verkaufen und dann irgendwo was suchen, was man tun könnte. Jetzt kannst du allerdings das und das mal hier lassen. Genau. Und das und das und das anziehen. Eigentlich müssten wir die sogar... Ja, können wir nicht verbessern. Oh, Stampf, Stampf, Stampf. Ja, da wir jetzt eh erstmal in der Stadt unterwegs sind, nehme ich ihn wieder ab. Warum bist du jetzt schon überladen? Weil du das zweite Set Rüstung dabei hast. Dann schluck doch mal den Federtrank. Genau dafür ist er da.